Ich habe aber noch nichts oben. Ich auch. Herzlich willkommen zur 30. Folge zu Borderlands 3. Ist hier ein Weilchen her. Ja, stimmt, da war ja was. Wir wollten mir den Laser zerstören. So, ich nehme an, dass da oben, da hinten dieser fette Roboter. Ich nehme mal dieser fette Roboter, da hinten ist irgendwie ein Boss. Na, ist er nicht am Arsch. Arblest. Erstmal wieder an die Empfindlichkeit gewöhnen und dann generell gar nichts. Ach, ich habe jetzt 3 Wochen oder so, 3 Wochen sag ich schon. Ich glaube ungefähr 2 Tage oder so habe ich nicht mehr gezockt nur im PC. Warum ist das mal mit dem Fitnessen kümmern? Ich glaube, ich habe ja jetzt eine Wiimand gespielt. Kann nicht versuchen einzufrieren. Wir können dann gerne mal in die Wiimand Rüstung farmen gehen. Nur mit dem Wiimand, vielleicht anders mal. Aber ich habe voll heute den ganzen Tag mit Onkel, also ganzen Tag, ich habe 2 Stunden lang mit der GameStop-Frau über Borderlands geredet, weil sie es auch gesagt. Also ich voll Lust drauf bekommen. Und es dauern. Komm schon, Hund. Ich sollte nicht in das Elektrofeld reinspringen. Ich glaube, du passt das. Naja, ich habe vergessen, dass die extrem viel Damage machen. Boah. Aber nicht zu wenig. Warum bin ich jetzt gestorben? Du wieder? Gleich. So, ich muss jetzt den Fahrstuhl runterkommen. So, soll ich dir eigentlich verraten, was die beliebteste Waffe ist in Borderlands? Was denn? Also ich kann dir so sagen, also ich kann dir einen Tipp geben, sie macht nämlich keinen Schaden. Achso, die hast du schon gesagt. 4-mal. Ja, und du hast dann nie was dazu gesagt. Ja, schön. Das ist wahrscheinlich nicht schön, wenn es keinen Schaden macht. Sie schießt nämlich Waffen. Hallo, sie schießt Waffen. Ich dagegen sehe die dabei wenigstens ins Gesicht. Denn so macht man das unter Bros. Ich habe die Sonara so gut wie erfasst. Beschütz mich, während ich es zu Ende bringe. Der Klassiker. Freeze, hör mir zu. Ernsthaft. Jemand Stärkeres hätte Atlas eh übernommen. Wenn nicht Maliwan, dann Jacobs. Und sogar Tenior, verdammt nochmal. Boah, fliegende Drohnen da. Tun die Damage aus. Wie gut ist jetzt Korrosionsfeind noch? Ich kann den Endfleisch. Ich glaube, meine Schaufel ist irgendwie noch am besten, hat am meisten Schaden von allen Waffen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Das wäre so episch gewesen. Was schießt denn du da für eine Munitionsart? Einmal Korrosion und einmal Elektron. Nicht cool, also dunkel. Ja, ach, Digga, geht der Typen auf die Eier. So, hab ihn. Also, ich werde mein ganzes Geld dann erstmal in Moxie rein investieren. Nur damit du die eine Waffe kriegst. Sie hat 2 verschiedene Waffen. Ich kann mir 2 verschiedene Waffen droppen. Wurde zu Besitz tot. Was? Noch nicht?
Was ist eigentlich diese komische Musik hier? Ja. Passt irgendwie gar nicht. Jazz. Wie viel Inventarplatz habe ich denn noch? Ah, mein Inventar ist ja komplett leer. Aber ich will nichts Grünes und nichts Weißes mehr aufheben, nur noch was Höheres. Ich habe gerade ein weißes Stimmgewehr aufgehoben, aber das schaut recht gut aus. Ja, ich habe viele deiner Mitarbeiter getötet. Sehr viele. Aber so läuft das eben in der Geschäftswelt. War das ein grünes gerade? Müsste hier nicht der nächste Schlüssel jetzt drin sein. Oh ja. Das will ich sehen. Stirbt er jetzt oder das ist nur sein Schiff? Sayonara, Sanara! Oh, Scheiße! Das war der Hammer! Leck mir die Eier, Katagawa! Oh, komm schon, verdirb mir nicht die Freude! Ich meine. Was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs? Okay, eine Sekunde. Ich hab gelesen. Du kannst das Fragment jetzt haben. Da ist es! Das Fragment! Rund und hastig. Okay. Ich habe gelesen, wegen Anspielungen in Borderlands. Also die bereits bekanntesten Anspielungen, es gibt einen Rick and Morty, eine Herr der Ringe und eine Destiny-Anspielung. Es soll nämlich auch eine Quest geben, wo Destiny verarscht wird. Meinst du, das ist sowas wegen dem Fähren und so? Ja, kann sein. Ich glaube, in Destiny heißen sie Geister, oder? Also das ist so Ghost? Oder was ist das eigentlich für ein Boss, ey? Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich dachte, das hätte was mit Geistern. Die heißen Servitoren. Was ist das eigentlich für ein krasser Boss hier? Also für alle Elektriker, die liegen jetzt zitternd auf dem Boden. Und machen gerade den Wurm. Boah, ich verrückt bald. Kann man versuchen, den mit Frostgranaten abzuschmeißen. Auch nicht mal Schaden, würde ich sagen, oder? Ja, es ist vorbei. Du hast es geschafft. Wow. Hol dir das Fragment. Ah, ist ein Sniper. Rotflinte. Das ist nur Dings. So viele verschiedene Pistolen liegen hier rum. Mhm. Eine Granate für dich, 370. Wo denn? Da, hier drüben. Okay, schau mal. Ein Schild, den brauche ich nicht. Eine Pumpgun. Hier hinten, hier war das Schild. Die Granate mehr. Nicht, boah, macht sogar nicht Schaden. Okay, das kann man Schlüssel Fragment Teil 2. Gut gemacht, Reese. Willst du die Schrot finde ich aufheben mit. Macht weniger Schaden. Ich habe einen mit mehr. Ich hebe jetzt mal eben kurz hier die ganzen Sachen auf. Verkaufen. So, wenn das jetzt der zweite Teil ist, wenn sie sagen, ist es nicht mehr weit bis zum dritten Teil. Vor allem, da wir auch aktuell keinen anderen Planeten besuchen. Was liegt hier? Ein Sturmgewehr, unbekannt, wenn man verhält. Hier ist noch eine Granate. Ja, komm, der Waffenmod kann ich hier mit nicht verwenden. Ich nehme erstmal alles mit. Zum Verkaufen. Hier, was ist das denn? Always use protection. Okay, kann ich teleportieren? Ja, warte mal kurz. Das ist ein MP. Ich würde gerne noch. Ja, komm, ich nehme eine Schrotflinte noch.
müssen mal gucken, wie das überhaupt wieder geht, hier mit den Teleportationen. Die Bosse werden immer leichter gefühlt. Oder sie waren nie schwer. Na los, Junge! Bring das Fragment zu mir ins Labor, Kammerjäger! Ich habe sogar gehört, wie man es jetzt ändern kann. Das weiß ich schon. Ich meine jetzt so. Ja, jetzt hat mein Sturmgewehr eine Goldwaffenskin drauf. So, ich würde gerne als erstes jetzt eine goldene Kiste öffnen, ne? Jetzt schon? Ich habe keine goldene Kiste. ich habe keine goldenen Schlüssel, wird mir gesagt. $1 und ich tanze für dich. Ich spiele nichts, ich spende. Wo ist ein Glas? Ja. Dickes Trinkgeld, nichts dagegen. Ist das alles für mich? Das muss doch nicht sein. Ey, schubst mich nicht weg und... Liebes Ding. Soll ich hier mein ganzes Geld geschmissen? Ich verkaufe erstmal. Wie kann man jetzt eigentlich seine Nachrichten sehen? Ich habe eine Nachricht bekommen von Roxy. Socials? Aha, das sind die goldenen Schlüssel. Lol. Bis dann und stirb nicht. Aura. Mhm. Drück mal Start. Okay. $1 und ich tanze. Ich habe gerade um die 20 Waffen bekommen und 7 Kammer und 7 goldenen Schlüssel. Und das alles als Questbelohnung. Ich habe so schön Jagdgewehren drin. What the fuck? Komm, schau mal jetzt. Ich habe jetzt Moxys Sturmgewehr bekommen. Warte, wo ist es? Da, da. Sieht aus wie eine AK, Junge. Da, 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 da. Okay. Ich hab jetzt wieder ein Scout-Gewehr. Fuck, was ist das für eine Schrotflinte? Wo gibt's die Nachrichten, hast du gesagt? Verleiht die Einladung. Geh mal auf Start. Dann auf Social. Okay, und dann. So, wenn du auf Social gehst und dann nach ganz rechts. Da kannst du deine ganzen Mails einlösen. Da hab ich die ganzen Quest-Belohnungen auch noch drin. Da. Das Sturmgewehr lädt voll schnell nach, ne? Die neuen Schrotflinte. Oh ja. Oh, ich seh's gerade, ich hab einen Legendary bekommen, ein Schild. Ich nicht, ich hab sehr viele lilane Waffen bekommen. Und hat eine gute Ladeverzögerung und eine gute Ladegeschwindigkeit, hat einen XP-Boost sogar. Und einen Beute-Boost. Erfahrung plus 10. Ja, gebe ich doch mal rein. Ach, ich mag das nicht, wenn Sturmgewehre eigentlich Schrotflinten sind. Ich spiele jetzt mit Roxy Sturmgewehr. Mit der AK von Roxy. Oh, ich habe eine schöne Schrotflinte bekommen. Also, aber die verbraucht 2 pro Schuss. Puh. Okay. Ich werde jetzt den goldenen Schlüssel verwenden. Ich habe eine legendäre Pistole bekommen. Ich werde nur einen Schlüssel verwenden. Nur einen. Ich habe 7. Okay, ich nehme doch 2. Ich habe einen Legendary gezogen, oder? Oh ja. Ich habe 2 legendäre Granaten. Ich habe ein Legendary-Item gezogen. Ja gut, ich habe 4 Legendaries. Brauchst du die Waffe, die hier drinnen liegt? Hier liegt ein Sniper. Wo bist du? Bei der goldenen Waffenkiste hinter dir. Ne, hinter dir. Bei der goldenen Waffenkiste. Ja, ich komme. Haha, geil. Ja,
Digga, ich rüste das aus. Ich kann sie nicht nehmen, du musst sie erst nehmen. Okay, warte, weißt, ich muss... hier, ich habe eine Waffe, spritz auf sie. Da schieße ich einfach nur Wasser und dann schock sie. Guck mal, ich will dir mal eine lustige Waffe zeigen, weil ich will jetzt eh wegschmeißen. Hier, schau mal, wie die aussieht. Das ist eine Schrotflinte. Sieht komisch aus, ne? So, deine... Also, du willst die nicht haben, oder was? Das war nur mal so zeigen, einfach. Also hier ist das Scharfschützengewehr. Ich habe eine andere Schrotflinte. 18 Schuss. Dann schauen wir mal die an. Dann nehme ich die wieder. Was ist das hier für eine Pistole? Der Revolver. Ich habe einen Revolver. Minus 70 Waffenschaden. Willst du das Gewehr haben, was ich fallen gelassen habe, hier zu Beginn? Bei kritischen Treffern gibt es ja, Querschläge. Ich verkaufe die werden dann. Dann nehme ich sie. Mein Inventar ist voll. Dann mache ich mache da noch zwei Kisten auf, dass ich genau auf 5 Kisten runter bin. Auf 5 goldene Schlüssel. Ich habe sogar ein gutes Legendary. Kann ich irgendwie meinen Minster wieder abrüsten? Ja. Einfach alles verkaufen. Ich habe jetzt dieses mit diesen Ratatatata. I need help, I hear shots. What sounds of shots? Ratatatata. Oh, Schliss, Mann. So eine geile goldene Kiste. Granate? Testen wir mal die Granate hier. Oh, das ist unfair. Mal ab. Ich habe eine Waffe von Moxie bekommen, ne? Was ist in der Kiste? Ein viel stärkeres Sturmgewehr, was einfach alles auf Plus hoch macht. Und viele sind Roxys Waffe. What the fuck? Boy, das ist eine geile Granate. Die schießt Gummibälle raus. Oh, ich lieb das, ey. Hier ist sogar ein Agentenmod für dich, hier rechts oben. Ja, ich kann die Sachen nicht rausnehmen. Ich weiß nicht, ob du sie brauchst. Also, das ist eine geile Granate. Ich habe jetzt zwei Legendary Granaten. Oh, ein richtig geiles Schild, Alter. Tritt mich auf fast 800 hoch, nur eins weniger. Brauchst du den Agentenmod? Ja, ja, du musst den nehmen, ich kann ihn nicht aufheben. Ja, ich will nur wissen, ob du ihn überhaupt brauchst. Ich kann eine Kiste haben. Ja, ja, ich würde gern nehmen, weil... Ich habe nur einen scheiß Agentenmod. Na, ich suche ihn gerade. Wo ist er? Besser, Level 20. Ah, oh, jetzt will ich am liebsten noch eine Kiste öffnen. Komm, jetzt öffne du mal 3 Kisten. Wir haben beide 7 Schlüssel bekommen. Wenn du auch die eingelöst hast, die ich habe. Ja? Weil in dem Eigencode. Ist das hier dein Raum? Huch, in dem Eigencode waren nämlich 2 drinne. Ratatatata. Ich hab irgendwie. Na komm, ich behalte noch die Legendary Waffe. Die ist gut für Eismonster. Lange behalte ich sie noch. Komm, dann packe ich jetzt mal über den goldenen Waffenskin drauf. Zack. Ich würde gern mal die ausprobieren. Je nässer, desto besser. Was? Ja, du spritzt die Gegner mit Wasser an und dann gibst du einen Schockpfeil drauf. Dem Porno kenne ich auch. Ich wollte schon, dass du bist. Nässer, desto besser. Hast du nicht verstanden? I understand. So, ich habe jetzt nur Waffen, goldene Waffenskins. So, und welche Legendary Waffe soll ich denn da rein? Ja, komm, die. Die andere gebe ich in meine Kiste. Und den Granate. So, willst du dann noch Kisten öffnen? Eine goldene Kiste mal öffnen? Ich würde es erst später wahrscheinlich öffnen. Mach wenigstens einen fürs Ende jetzt. Dann würde ich jetzt ja, Folgenende machen. Ich habe auch eine Legendary gezogen. Es gibt einen Erfolg dafür. Da. Ein Sturmgewehr mit 100 Schaden. Oh, ich kann die Werten gar nicht sehen. Ja, kannst du auch nicht. Weiß ich ja nicht. Ja, so, das hat ein scheiß
So ein Schnellschuss, ne? Ja, ich würde das. Das sehe ich ja, jetzt ja. Schon vom Trommelmagazin. Eine Schrotflinte mit richtig viel Schaden. Zwei Schilde, die aber beide scheiße sind. Und nochmal Schilde. Oh, der hat 700 Schild. Plus 10 maximal, minus. Ja, meins hatte 799. Ja, gut, der hat 864. Boah, ja, ich hab einen Legendary. Mit zwar nur 600, aber einen XP-Boost. Jetzt, den gönn ich mir. Jetzt gehe ich noch runter, um mir noch einen neuen Helm zu kaufen. Den Skin habe ich ja schon. Es fehlt nur noch der geile Helm. Voilà. Was willst du denn? Na, du Verrückte. Ich würde gern kurz schauen. Diesen einen da. Das sieht cool aus. Den hier, wenn ich den ausrüste. Das ist gut, ich habe genug Geld und mir alle. Oh, Alter, das ist hell. Ja, gut, wenn ich den guten Schild reingebe, habe ich 1162 Schild. Ich mag den da. Ich kaufe mir den. Alter, ich glaube, ich muss mir dann als nächstes, weiß ich schon, ich muss mir diesen Waffenskin holen. Konfetti. Einfach so mit Regenbogen und den ganzen Quatsch drauf. Für Waffen, die man sich erholen könnte. Die kosten ja auch viel, Iridium, ne? Mhm. So, ich muss dann auch noch einmal noch verkaufen gehen und dann bin ich komplett zufrieden. Ich weiß nicht, hab ich jetzt einen neuen Kopf schon? Ich finde, mit diesem Kopf sehe ich aus wie der eine aus Deadpool. Die perfekte Garderobe für ein Blutbad. Was meinst du, soll ich eine Schrotflinte reingeben? Alles. Wie viel macht deine Schrotflinte dann an Schaden? Meine Schrotflinte macht 14 mal 10. Ja gut, ich habe 15 mal 18. Problem ist jetzt nur, ich habe zweimal eine MP drin. Ich hätte einen Sturmgewehr, wenn du es haben willst. So ein Einzelschuss. Ich habe auch eins von Moxie, das. Ich habe noch das von Moxie. Was sogar cool aussieht, weil es so pink ist. Deswegen behalte ich sogar den Waffenskin drauf. Was hältst du von meinem neuen Kopf? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da die eine Waffe rein. Was ist das da? Ja, schaut nice aus. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich die Waffe reingebe. So, hier, das hat einen Schrotflintenaufsatz. So, warte. Aber mit nur 4 Schuss. Ich habe wahrscheinlich hier kein kaufst, Geld mehr, oder? Du weißt doch, dass du das willst. Ja, Bank. Das ist eigentlich verlorene Beute. Okay, ja. Weiß ich nicht. Das ist auch ein Rucksack, habe ich kein Geld dafür. Du hast zwei Möglichkeiten. Eine SDU kaufen. Na komm. Oder nicht. Zwei Granaten mehr. Shotgun Muni habe ich auch noch nie verbessert. Verlorene Beute habe ich noch 0 von 5. Das ist eines der besten SDUs. Sonst verbessere ich erstmal alles einmal. Also so, Hauptsache ich hab's erstmal. Genau. Okay, dann will ich noch kurz meine legendäre Waffe weglegen, weil ich die eigentlich ungern verkaufen möchte. Mhm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge, geben wir dann Tanis einmal den Kammerschlüssel. Und somit, ich hoffe, euch hat es gefallen und auf Wiedersehen.